Nachfolgend möchten wir euch einmal das Restaurant Der Dicke Bries vorstellen. Der Dicke Bries befindet sich in der Marina von den Over und wir haben hier bei einem Stopp auf dem Rückweg von Texel gehalten, um abends spät noch etwas Warmes zu essen zu bekommen. Der Dicke Bries ist innen sehr, sehr urig eingerichtet, das zeige ich euch gleich mal in den folgenden Aufnahmen, und hat eine große Sonnenterrasse, auf der ihr den Sonnenuntergang genießen könnt. Von unserem Ferienhaus in Makkum auf der anderen Seite des Abschlussdeichs kann man ganz gut einen Tagesausflug nach Texel machen. Hier eignen sich besonders die Tage Dienstag bis Donnerstag, weil man dann nur einen sehr, sehr günstigen Fährpreis für sein Auto bezahlt. Bis zur Fähre braucht man da ungefähr eine Stunde von unserem Ferienhaus. Die Website von unserem Ferienhaus Scharke Villa blende ich euch hier unten links im Video ein. Ihr findet sie außerdem in der Videobeschreibung unter diesem Video und auch eine Playlist zu unserem Ferienhaus jetzt oben rechts in den Infokarten. Eine Playlist zur Insel Texel blende ich euch ebenfalls oben rechts jetzt gleich bei den Infokarten ein. Ja, und hier seht ihr bereits, was wir schmackhaftes abends spät gegen 9:30 noch zubereitet bekommen haben. Es hat einen sehr, sehr guten Geschmack, allerdings auch natürlich seinen Marina-Preis. Aber wenn man hier die Aussicht genießen möchte oder einmal hier vorbeikommen möchte, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und in den folgenden Aufnahmen zeige ich euch noch einmal die Speisekarte. Das ist hier das Magazin. Und auf ein paar Seiten dort drin sind auch die entsprechenden Gerichte gelistet. Wenn ihr euch generell für das Thema Wassersport bzw. Bootfahren hier in Friesland interessiert, dann blende ich euch hierzu einmal unsere eigene Playlist zum Thema Bootsfahren in Friesland ein und wünsche euch viel Spaß mit diesen Videos. Hier übrigens seht ihr gerade die entsprechende Speisekarte aus diesem Magazin. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch, ein Abo meines Kanals und, wenn du es noch nicht gemacht hast, vergiss nicht die Glocke.